Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal und heute kommt die Brigitte Box und ich kann es kaum erwarten. Lecker, lecker, schmecker. Hab schon was entdeckt. Auf jeden Fall sind das Apfel-Zimtkekse, crunchig, sehen sehr lecker aus. Und dann kommt hier auch einmal ein Getränk. Bio-Kokoswasser, das ist sehr gesund. Also von dieser Marke kenne ich es noch nicht, aber kann man empfehlen. Und die Sachen, die draußen sind, außen, finde ich ja schon mal richtig klasse. Und ich habe in diese Box natürlich noch nicht reingeschaut. Überraschungseffekt auch für mich. Und ich liebe Zimtschnecken. Und so sieht die neue Box aus. Und ich liebe diese Box. Und kann sie ja nur empfehlen. Kann man auch schön verschenken. Ganz klasse. Und ich werde jetzt mal schauen, was es so Schönes für sie alles gibt. Ich bin heute ein bisschen überschwänglich, aber es duftet auch so richtig klasse. Und das ist ein Raumduft. Muss ich auch mal schauen, wie man das macht. Und hier kommt einmal ein Stift, so ein Abdeckstift. Für ihr Make-up können sie auch überall verwenden, also auch im ganzen Gesicht. Ich habe nämlich gerade den Beipackzettel doch gelesen und bin echt überrascht. Deswegen, ich wollte euch ja auch informieren. Von daher sind tolle Sachen drin, also richtig teuer auch. So wie dieses hier, das ist eine Gesichtspflege, Face Cream. Also wenn ihr anfangt, alte Haut zu kriegen, so wie ich, ist die Creme richtig klasse. Und dann kommt noch ein Duschgel. Ich hätte gedacht, das wäre eine kleine Probe. Nein, es ist richtig groß und richtig klasse. Sensitive Duschpflege, also für die zarte, sensible Haut. Dann kommt noch einmal eine richtig klasse für trockene Haut. Supermarke, auch pH-neutral. Bodylotion kann man ja immer mal gebrauchen. Und in dieser Box sind richtig klasse Sachen. So wie dieses hier, das ist ein richtig geiles Gesichtsserum, also richtig hochwertig auch. Zum Liften. Aha, wer es braucht, ich natürlich sowieso. Und dann kommt noch einmal eine Hand Plus, also Handschaum für strapazierte Hände. Kann man ja immer mal gebrauchen, immer für die Handtasche ist das ziemlich schwer. Ja, das letzte ist das ein kleines Öl, auch so ein Serum für die Nacht. Und das war's wieder von mir und da sind noch natürlich ein paar Werbesachen drin und natürlich die Zeitung. Dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und dann bis zum nächsten Mal und ich werde meine schönen Sachen jetzt auspacken, genießen und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß und macht mal einen Beauty-Tag, einmal die Woche mindestens. Und ich sage Tschüss.